kids. I know, and I love them, but don't you just sometimes wish they'd run away? Or... Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zählen wir unsere Favoriten für die miesesten Eltern in Zeichentrickserien auf und zeigen, wie ihre schlechte Erziehung ihre Kinder beeinflusst. You tried your best, and you failed miserably. The lesson is, never try. Nummer 20. Lynn L. Loud Senior und Rita Loud. Das mag kontrovers klingen, denn die meiste Zeit zeigen sich Rita und Lynn Senior als liebevolle, unterstützende Eltern und es ist nicht leicht, 11 Kinder großzuziehen. Doch hin und wieder werden die Risse in ihrer Erziehung schmerzlich deutlich. Sie mischen sich kaum ein, wenn ihre Kinder in Schwierigkeiten geraten und manchmal haben sie regelrecht Angst vor ihnen. No! We'll ride a storm out in here. Did you remember the bucket? Dang it. In anderen Fällen würden sie eher Sozialstunden ableisten, als ihrer elterlichen Verantwortung nachzukommen. Ihr größtes Vergehen war zweifellos, dass sie sich ihren Töchtern anschlossen und ihren einzigen Sohn unter dem Vorwand, er bringe Unglück, ausgrenzten und sogar so weit gingen, ihn draußen einzusperren und seine Möbel zu verkaufen. Was für ein Beispiel ist das? Oh gosh, sorry son, not you. Someone could get attacked by a shark. Nummer 19. Mama und Papa. If we can't scare your kids into some sort of long-term phobia, then it's your money back. House calls 24 hours a day. That's it! Abgesehen davon, dass sie viel zu viele genetische Fragen aufwerfen, sind die Eltern von Cow und Chicken dafür bekannt, dass sie nie von der Hüfte aufwärts zu sehen sind, was schade ist, weil wir dem Wahnsinn keine Gesichter zuordnen können. Abgesehen davon, dass die beiden gesichtslos sind, sind sie oft noch kindischer als ihre Kinder und werden als doppelt so verrückt dargestellt. Verrückte Zeichentrickeltern sind nichts Neues, aber es wird zum Problem, wenn ihre Verrücktheit auf Kosten ihrer Kinder geht. Oh, how darling! A cow and chicken just like my cow and chicken! The kids will be so thrilled! Der Einzige, der noch mehr aus den Angeln gehoben wurde als Mama und Papa, ist wohl der Red Guy. Das sagt doch einiges, oder? Cow and chicken show cancelled! Not really, G. Nummer 18. Jeremy und Pamela Manson. Jack und Maddie Fenton mögen ihre schusseligen Momente haben, aber zumindest ist ihre Liebe zu ihren Kindern offensichtlich. Das kann man von Sams Eltern leider nicht behaupten. I'm keeping a detailed list of anything I find objectionable, immoral or obnoxious. Jeremy und Pam Manson sind all das, was Sam nicht ist. Aufgeweckt, schwungvoll und versnobte Konformisten. Das Schlimmste aber ist, dass sie aktiv versuchen, die rebellische Art ihrer Tochter zu ändern und ihre Freundschaft mit Danny und Tucker missbilligen. Samantha, I forbid you from seeing this boy or any of your other troubled friends. Zu unserem Glück hat Sam ihre Hochnäsigkeit nicht geerbt und ihr wahres Ich nie aus den Augen verloren. Trotzdem ist es traurig, wenn deine Eltern versuchen, dich zu etwas zu formen, was du nicht bist. In Sams Fall sehen sie auch nicht, dass sie ihre Tochter mit ihrer Haltung nur noch weiter wegschieben. Nummer 17. Mindys Eltern. Fast jeder Buttons und Mindy-Beitrag läuft nach demselben Schema ab. Die kleine Mindy wandert aus dem Garten und gerät in gefährliche Situationen und Buttons muss alles tun, um sie zu retten. Is Buttons taking good care of you? Buttons! What is this? I told you to leave the mailman alone! Natürlich können wir Mindy keine Vorwürfe machen, sie ist immerhin noch ein Kind. Ihre Eltern hingegen haben keine Entschuldigung. Sie lassen Mindy unbeaufsichtigt, erwarten, dass ein Hund ihr Babysitter ist und haben die Frechheit, ihn zu beschimpfen, nachdem er alles getan hat, um das Kind zu retten. Dank ihrer Nachlässigkeit. Mindy nennt sie nicht einmal Mama oder Papa, was nicht verwunderlich ist, da sie nie da sind. Okay, Lady, I love you, Baba. No, Manga Lady. Manga Manga Mom. Manga Manga needs therapy. Nummer 16. Clayton und Blobretta Puppington. Aurel Puppington ist wohl die unschuldigste Person in ganz Morelton. Das hat er sicher nicht von seinen Eltern geerbt. I think it's kind of strange that I don't even remember conceiving this kid. Please, when do you ever remember? Clay ist der strenge, kontrollierende und manipulative Patriarch des Hauses. Er misshandelt Aurel psychisch und physisch und hat möglicherweise eine Alkoholkrankheit. Blobretta ist zwar nicht so schlimm wie Clay, aber sie ist immer noch streng und nachlässig, ganz zu schweigen von der Rolle, die sie dabei gespielt hat, Clays Drogensucht zu ermöglichen. In ihrer Ehe gibt es keine Liebe und abgesehen davon, wie sie Aurel behandeln, vernachlässigen sie auch die Sicherheit ihres jüngsten Sohnes Shapey. You shoot! One thing this whole trip? Count 'em, one thing! And it's two of my last bottles of liquor!
Und damit meinen wir, dass sie fast eine ganze Staffel lang nicht einmal bemerken, dass er mit einem anderen Kind vertauscht wurde. Wir freuen uns, dass angedeutet wird, dass Orrell ein besserer Elternteil sein wird als Clay oder Bloberta. Nummer 15. Boris und Doris. Es ist allgemein bekannt, dass Caillou der schlimmste Albtraum aller Eltern ist. Zum Glück wurde seine Frechheit in späteren Staffeln abgeschwächt, aber da war es schon zu spät und die Zuschauer werden nie vergessen, was für ein kleiner Schrecken er war. Natürlich sind seine Eltern diejenigen, die wirklich Schuld haben. I can help you, I can help you. 16, 20, 1, 2, 3. Oh no, Caillou. Look what you've done. Obwohl sie ihre Kinder lieben, greifen sie selten ein, wenn Caillou sich aufregt. Stattdessen lassen sie ihn seine Wutanfälle ausleben und bringen ihm nie wirklich bei, wie er mit seinen Emotionen und Ausbrüchen umgehen kann. It's much too small for you, so I gave it to Rosie to wear. It's not too small for me. It's mine. Das Schlimmste ist, dass sie in der Regel einfach nachgeben, wenn er sich daneben benimmt oder ihn ohne Disziplin loslassen, was ihm auf lange Sicht nur schadet. Nummer 14. Mama und Papa, diesmal bei Horrid Henry. Mit einem Namen wie Horrid Henry kann man mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Junge alles andere als ein Heiliger ist. Die Sache ist die, dass er eigentlich keinen Grund hat, besonders heilig zu sein. Henrys Eltern sind so ziemlich die Schlimmsten. It's true. I sprayed him. Well, Henry, you should have got out of the way when Peter was watering the flowers. Sie bevorzugen eindeutig seinen perfekten Bruder Peter und geben Henry häufig Schuld für Dinge, die nicht einmal seine Schuld sind. Sie hören sich nicht an, was er zu sagen hat, verteilen ungerechte Strafen und sind generell gemein zu ihm. Leider sind die Momente, in denen sie sich wie liebevolle, unterstützende Eltern verhalten, viel zu selten. I shall now attempt to make this clever little boy disappear. Bravo! Bravo! Lovely. Nummer 13. Preston und Priscilla Northwest. Wenn wir Pacifica Northwest zum ersten Mal treffen, scheint sie das typische verwöhnte reiche Mädchen zu sein, das denkt, dass sie überall den Spinnern in Gravity Falls steht. Aber in der zweiten Staffel erfahren wir die wahre Ursache für ihr versnobtes Verhalten. Ihre Eltern. But I kinda like it. Mind your mother, Pacifica. But... Sie sind nicht nur versnobbt als ihre Tochter und ein Haufen Lügner, sondern sie manipulieren Pacifica auch psychologisch bis hin zur pavlovischen Konditionierung, um sie bei der Stange zu halten. Zum Glück findet Pacifica schließlich in Dipper und Marble so etwas wie echte Kameradschaft und erkennt, dass sie nicht in die Fußstapfen ihrer Familie treten muss, nur weil sie eine Northwestlerin ist. I would just like to say that as a rich capitalist, I welcome your tyrannical rule. Perhaps I can be one of your, horsemen of the apocalypse? Nummer 12. Beatrice und Butterscotch Horseman. Der arme Bojack hat sich auf einen tückischen Weg der Depression und Selbstzerstörung begeben und rate mal, wer für sein Trauma mitverantwortlich ist. Die liebe alte Mami und der liebe alte Papi, Beatrice und Butterscotch. You were born broken. That's your birthright. And now you can fill your life with projects, you know, your books and your movies and your little girlfriends, but it won't make you whole. Ihr Leben war eine turbulente Achterbahnfahrt voller Traumata und Reue und die Liebe zwischen ihnen hat sich in Luft aufgelöst, wenn sie überhaupt jemals da war. Noch tragischer ist, wie sie mit ihrem Elend umgehen. Sie lassen alles an ihrem Sohn aus. Es ist schwer mit anzusehen, aber es macht deutlich, warum Bojack als Erwachsener so ist, wie er ist. You're actually very lucky. Thank you! Nummer 11. Drew und Charlotte Pickles. Wir scherzen darüber, dass die Eltern der Rugrats alle unverantwortlich sind, wenn es darum geht, auf die Babys aufzupassen. Aber wenigstens nehmen sich Eltern wie Stu und Didi die Zeit, ihre Kinder zu erziehen, wenn sie können. Währenddessen haben Drew und Charlotte kaum Zeit, Angelica zu erziehen. Is it spoiling a child to buy her a few new toys every day? Or to let her use my Armandi ties as jump rope? Charlotte ist fast immer am Telefon oder im Büro und Drew ist zwar aktiver in Angelicas Leben, aber er ist auch ein bisschen ein Schwächling. Obwohl sich beide Elternteile um ihre Tochter kümmern und ab und zu auch mal ein Machtwort sprechen, wirken sich Charlottes Abwesenheit und Drews Fürsorglichkeit negativ auf Angelica aus, was letztendlich zu ihrem gehörenhaften Verhalten führt. It's too late for talk now, Angelica. We tried to reason with you, but you wouldn't listen. You'll be sorry! Nummer 10. Jerry und Beth Smith. Die beiden sind schon als Paar ein Chaos.
Leider spielt das auch bei ihren Erziehungsfähigkeiten eine Rolle. You thought about getting an abortion? Everyone thinks about it, obviously. I'm the version of me that didn't do it. So, you're welcome. Yeah. Beth hat kaum einen mütterlichen Knochen in ihrem Körper. Obwohl sie sich um ihre Kinder kümmert, verhält sie sich ihnen gegenüber unglaublich kalt und distanziert. Are you drunk? What am I, wife, coach? You're what? Jerry kümmert sich sehr um seine Kinder, obwohl er ein unsicherer, egoistischer Feigling ist, der nur selten, wenn überhaupt, die Verantwortung für seine eigenen Unzugänglichkeiten übernimmt. Beth, it's him or me. Seems like you guys need some privacy. Ein Großteil dieser Störungen lässt sich auf Beths Vater Rick zurückführen, dessen toxische, soziopathische Tendenzen Beth manipulieren, Jerry noch bemitleidenswerter aussehen lassen und die Kinder mitten in das Chaos der Familie hineinziehen. Nummer 9. Nicole und Richard Watterson. Nicole und Richard haben eine rührende Liebesgeschichte, aber ihre Erziehungsfähigkeiten lassen sehr zu wünschen übrig. Richard meint es zwar gut, aber er ist dumm, faul und verhält sich eher wie ein übergroßes Kind als wie ein Erwachsener. Nicole kümmert sich sehr um ihre Familie, aber sie kann übermäßig ehrgeizig sein, dank des Drucks ihrer eigenen schrecklichen Eltern und wird jahrzörnig, wenn man sie zu sehr unter Druck setzt. But I got straight A's. Not here. Gender. Yeah, F because I'm female. Being a girl is not an excuse. Keiner von beiden ist ein perfektes Vorbild, denn sie konkurrieren häufig mit ihren Kindern darum, wer der Beste ist oder wer es schlechter hat. Tatsächlich verursachen ihre Kinder, vor allem Gumball, fast täglich massive Zerstörung und Chaos. How do you set fire to a swimming pool? Also sind sie direkt oder indirekt für den ganzen Wahnsinn verantwortlich. Nummer 8. Yancey Fry Sr. und Sherry Fry. Als Fry kryogenisch eingefroren wurde und in der Zukunft erwachte, hinterließ er eine ziemlich gestörte Familie. Einen eifersüchtigen älteren Bruder und zwei nicht ganz perfekte Eltern. Sein Vater, Yancey Sr., war ein Kriegsveteran und ein Verschwörungsfanatiker. Er unterstützte Fry normalerweise nicht und war manchmal hart zu ihm. You home from school, you traitor? I fell through the ice. Cut me some slack. Sherry, die Mutter von Fry, schenkte ihren Sportspielen mehr Aufmerksamkeit als ihrem Sohn. Sogar an dem Tag, als er geboren wurde. Hey, keep it down. It's the ninth inning. Here's the 0-2 pitch to Greatpool. He's taking all the way for a called strike three. Traurig ist, dass die beiden nach Frys Verschwinden kaum nach ihm gesucht haben. Maybe he can lead us to Philip. Should we follow him? To our deaths, negatory. Trotz der Art, wie sie ihn behandelten, liebten sie ihn wirklich und wenn Fry sie noch einmal sehen könnte, würde er das Beste daraus machen. Nummer 7. Harold und Gladys. Die Begegnung mit Billys Eltern war sehr interessant. Harold wird als dämlicher, arbeitsloser Mann dargestellt, der das Aussehen und den einstelligen IQ seines Sohnes teilt. In den ersten Staffeln hatte er eine intelligentere Seite, aber seine Intelligenz ging von da an immer weiter zurück. What that boy needs is focus. So what do you propose to do about it? About what? The focus problem. Er hat auch Angst vor dem Weihnachtsmann und vor seiner eigenen Frau. Apropos, Clady ist eine liebevolle, überfürsorgliche Mutter und Ehefrau. Aber sie ist völlig durchgeknallt und wird leicht gewalttätig, wenn man sie ärgert. Außerdem hat sie nach einer schlechten Erfahrung einen tiefen Hass auf Grimm. Leider hat Billy das Schlimmste von beiden geerbt. Nummer 6. Stan und Francine Smith. Ein extremer CIA-Agent und eine nörgelnde Hausfrau. Das klingt wie das perfekte Rezept für eine Erziehungskatastrophe. Now give me your lunch! Stop! Get off me! Yeah, that's what your mom said last night! Stan versucht, Steve zu seinem idealen Sohn zu formen. Meist, indem er über seinen geekigen Lebensstil schimpft und gerät dabei ständig mit Haley aneinander, weil sie unterschiedliche politische Ansichten haben. Oh hi, I'm Stan Smith! I think it's cool to trick my daughter! Who cares if it scars her for life? Francine hat ihre Kinder anfangs mehr akzeptiert, aber sie versucht verzweifelt, Steve als Muttersöhnchen zu behalten, koste es, was es wolle. I'm all you have. What? Well, no girl will ever love you as much as mommy. Und würde nur so egoistisch und gemein werden wie ihr Mann. Gemeinsam versuchen sie, ihre Kinder nach dem zu erziehen, was für sie richtig ist und nicht danach, was für Steve und Haley gut ist. Es würde uns nicht überraschen, wenn ihre kontrollierende Haltung einen von ihnen vertreiben würde. Mal wieder. Nummer 5. Herr und Frau Doofenshmirtz. Heinz Doofenshmirtz hofft, eines Tages über die Tri-State Area zu herrschen. Aber ein Großteil seiner Bösartigkeit könnte daher rühren, dass er eine arme Kindheit hatte. From a tender age,
My father decided that it would be me. Auch dank seiner Eltern. Zunächst einmal bevorzugten sie seinen jüngeren Bruder und ihren Hund. Außerdem haben sie den armen Heinz nie an normalen Kinderaktivitäten teilnehmen lassen, sondern ihn irgendwann verleugnet und sind nicht einmal am Tag seiner Geburt aufgetaucht. Hello, boys and... Oh, awkward. Das ist zwar meistens zum Lachen, aber ab einem bestimmten Punkt wird es einfach nur noch deprimierend. Zum Glück hat er ihre vernachlässigende Erziehung nicht geerbt und versucht, ein guter Vater für seine eigene Tochter Vanessa zu sein, für die er das Sorgerecht mit seiner Ex-Frau Charlene teilt. Maybe you're not so bad at dad after all. Nummer 4. Steven und Linda Stodge. Seien wir ehrlich, die Eltern von South Park würden mehr als die Hälfte dieser Liste ausmachen. Die meisten von ihnen sind entweder kindischer als ihre Kinder, komplette Idioten oder beides. Also begnügen wir uns erst einmal mit den Eltern, die all das sind und unnötig grausam. Butters Eltern. That's right! If you keep putting food back under the wrong letter, it all goes wrong! Steven sagt, dass er nur das Beste für seinen Sohn will, und doch gibt er Butters aus den kleinlichsten Gründen Hausarrest. Linda verhält sich netter zu Butters, aber wir machen uns immer Sorgen, wie lange das gut geht. Shh, shh. It's okay, baby. Mommy will be with you very soon. Die Tatsache, dass sie ihren Sohn für buchstäblich alles bestrafen können, hilft nicht gegen seine Ängste. Aber es macht es noch kathartischer, wenn er sich schließlich wehrt. I know that. What do you... But that's for all the times I got grounded. Oh. Nummer 3. Robert, Big Bob und Miriam Pataki. Wir alle wissen, dass Helga ruppig, unhöflich und ein wenig dramatisch sein kann, aber die meiste Schuld daran trägt ihr Privatleben. Genauer gesagt, ihre Familie. Miriam bläst meistens Trübsal im Haus, meist in einem Zustand, in dem sie zu viele Smoothies getrunken hat. Big Bob ist ein selbstsüchtiger, ja zörniger Verkäufer, dem sein Pieper-Imperium wichtiger ist als seine Frau. Er schenkt Helga nur Aufmerksamkeit, wenn ein Wettbewerb ansteht. He didn't think I could do it on my own. Beide Eltern bevorzugen ihre älteste, ehrgeizige und perfekte Tochter Olga. So sehr, dass sie Helgas Namen vergessen oder dass sie überhaupt existiert. Not now, Helga. I'm too worried about your sister. Durch diese Art der Vernachlässigung fühlte sich Helga allein und ungeliebt, bis ein gewisser Fußballer auftauchte. I always thought those relationships were kind of special. Yeah, well, what do you know? Nummer 2. Mr. und Mrs. Turner. Hast du dich jemals gefragt, warum Timmy Turner eine gute Fee braucht? Weil seine echten Eltern fast nie da sind, wenn er sie braucht. We're going to the movies! Alright! Not we're, as in all of us. We're, as in your mom and I. What? You're not old enough for this movie and we're not taking you! Sowohl Mr. als auch Mrs. Turner sind Vollidioten. Wobei Mrs. Turner etwas intelligenter ist als ihr Mann und die Serie versucht nicht einmal, das zu verbergen. He says he's Timmy! That's creepy and inaccurate. We know that Timmy was taken to school by his loving babysitter Vicky. Sie sagen zwar, dass sie Timmy lieben, aber die beiden bevorzugen andere über ihren eigenen Sohn und versuchen kaum Zeit mit ihm zu verbringen. Es sei denn, es ist ihm unangenehm. Das Schlimmste ist, dass sie jeden Tag das Haus verlassen, um irgendetwas Blödes zu machen und Timmy dem schlimmsten Babysitter der Welt überlassen, der ihn regelmäßig körperlich und seelisch misshandelt und das merken sie nicht einmal. Oder es ist ihnen egal. Look at that big orange basketball-shaped head of his sleeping. Good night, Timmy! Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Peter und Lois Griffin. Wir bezweifeln, dass die beiden etwas von guten altmodischen Werten wissen, wenn man bedenkt, was für schreckliche Eltern sie sind. Look at Stewie! Peter, you took him out without any sunscreen? Maybe. Lois versucht normalerweise, eine anständige Mutter zu sein, aber die meiste Zeit verhält sie sich ihren eigenen Kindern gegenüber gefühllos und oft grausam. I hate my life! Okay, look, Meg, I've been at this for 45 minutes. I don't know what else I can say. Sie verhält sich sogar besser als die anderen, trotz ihrer eigenen Missetaten. Kein Wunder, dass Dewey einen solchen Rachefeldzug gegen sie führt. Dad, what's wrong with you? Peter ist sogar noch schlimmer, denn er misshandelt seine Kinder auf alle möglichen Arten, besonders Meg. Er hat sogar zugegeben, dass er es hasst, in ihrer Nähe zu sein. So how was work today, Meg? Während Lois und Peter am Anfang noch versuchten, gute Eltern zu sein, scheint es ihnen jetzt egal zu sein, was mit ihren Kindern passiert. Für welche Eltern bist du dankbar, dass sie nicht deine eigenen sind? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. So we would like to recommend that you attend a course to learn how to be better parents? Seid ihr mit unserer Liste einverstanden?
Seht euch auch dieses Video von Mutschmoto Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.